Da haben wir sie. So soll es sein. Maxim Becker, der Polesetter in der Rotax Mikroklasse, startet aus der 9. Position. Wir wollen mit der Mikroklasse einfach mal beginnen. Henry Möhring daneben vor Max Mohr und Julian Dümmer. Dann Lennox Litzinger und Tiberius Müller, Julina Marie Schulz und Kimi Mai starten dann aus der Gesamt 15. und 16. Position. Bei den Mini-Piloten sah das Qualifying gestern ja fast genauso aus, wie es jetzt aussieht. Es war Kasper Niessen, der es geschafft hat, seine Pole Position aus dem gestrigen Qualifying in die Pole Position für den ersten Wertungslauf umzusetzen. Er also ganz vorne, der Däne nimmt Punkte weg, denn in der Rotax Mikro- und Mini-Klasse sind auch Piloten, die an diesem Wochenende das erste Mal im Jahr teilnehmen, erlaubt, Punkte einzufahren. Also Kasper Niessen 25 Punkte gestern schon mal eingefahren für seine Mannschaft RS Competition. Len Abbas, der Tabellenvierte mit seinem besten Saisonresultat gemeinsam nach den Heats in Mülsen, Platz nämlich Nummer 2 für ihn, sehr starkes Resultat. Und dann folgt Gabriel Hofmann. Der war gestern noch in der Lage, hätte er alles gewonnen, irgendwie ganz vorne Meister werden zu können. Jetzt, nach dem dritten Rang und den erfahrenen Ergebnissen des gestrigen Samstags, ist es für Gabriel Hofmann eben nicht mehr möglich, so viele Punkte zu sammeln, um am Ende auf Platz 1 stehen zu können. Es folgt Niklas Casarino, der erste Verfolger von Marlon Di Salvo, 173 Punkte, 10 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, der dann an der 6. Position folgt. Fünfter Pascal Knipp, der auch in diesem Jahr das erste Mal mit am Start ist. Di Salvo angesprochen auf Rang Nummer 7 vor Christos Malakos, der ja auch noch die theoretische Chance hat, hier den Titel einzufahren, der dann aus der 7. Position ins Rennen gehen wird. Und Rang Nummer 8 für Tim Stege, den Tabellensechsten, der auch schon über 100 Punkte in diesem Jahr einfahren konnte und sammeln durfte. Das beste Saisonresultat für ihn, für Tim Stege, war übrigens ein dritter Rang beim zweiten Wertungslauf in Mülsen. Da würde er gerne nochmal dran anknüpfen, um hier vielleicht das Jahr 2022 mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. So wie ja viele andere auch. Die meisten Siege hat Marlon Di Salvo eingefahren mit 4 Siegen. 3-mal Wackersdorf, 1-mal Mülsen. 3 Siege für Christos Malakos in Wittgenborn. 2 Siege für Niklas Casarino in Mülsen. Und ein Sieg eben hier in Genk für Kasper Niessen, der aus der Pole Position jetzt ins Rennen gehen wird. Hat ja nach den Heats also die wenigsten Punkte gesammelt und damit die meisten mitgenommen. 25 Punkte gibt es für den Laufsieg. 20 für Platz Nummer 2. Und dann geht es weiter mit 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bis Platz 15 gibt es also Punkte. Jeder, der ins Ziel kommt, wird also hier Punkte mitnehmen können in den einzelnen Klassen Rotax Mikro und Rotax Mini. Deswegen auch da eine kleine Lücke, die wir dazwischen sehen. Maxim Becker gibt nämlich das Tempo bei den Rotax Mikro-Fahrzeugen vor. Nochmal, 9 Minuten plus eine Runde Renndistanz. Das Feld befindet sich jetzt in der vorletzten Kurve. Geht auf Start und Ziel. Und der Start ist jetzt freigegeben. Auf geht die Reise. Vorne an der Spitze kann sich Pascal Knipp halten. Und dann ist es Gabriel Hofmann an der 2. Position. Und auf Rang 3 ist es schon Marlon Di Salvo. Müsste es sein. Mit der 123. Genauso ist es. Der dann an der 3. Position rangiert. Wir sehen Gabriel Hofmann, der versucht dort noch Richtung Kasper Niessen zu greifen, jetzt auf der Innenbahn vielleicht sogar die beste Chance hat, vorbeizukommen, zieht dort Marlon Di Salvo direkt hinter sich her. Di Salvo, es folgt Len Abbas in der 4. Position, 5. ist dann Niklas Casarino, der jetzt aber versucht, irgendwie vorbeizukommen an Len Abbas. Marlon Di Salvo auf Rang 3 versucht jetzt mehr Schwung mitzunehmen. Die Strecke mittlerweile, nachdem wir ja gestern einen wahnsinnig nassen Rennsamstag gesehen haben oder Vorlauf-Samstag gesehen haben, ist es jetzt dann doch deutlich, deutlich trockener geworden, während sich hier die beiden noch überhaupt nicht einig sind an der Spitze, Kasper Niessen und Gabriel Hofmann. Und das spielt natürlich Marlon Di Salvo dann
in die Karten, der jetzt auf die Innenbahn wechselt und jetzt die beste Möglichkeit hat, die Führung zu übernehmen. Oder ist es dann doch Gabriel Hofmann, jetzt zu dritt nebeneinander, das wird sehr, sehr eng werden. Und am Ende ist es Marlon Di Salvo, der die Nase vorne hat, vor ja, Gabriel Hofmann, Len Abbas und Niklas Casarino. Kasper Niessen musste dann sogar noch Christos Malakos ziehen lassen. Also jetzt die beste Ausgangslage, die beste Situation für Marlon Di Salvo. So schnell kann es dann gehen. Da greift jetzt Gabriel Hofmann erstmal wieder an die Spitze an. Geht dran vorbei, übernimmt die Führung von Marlon Di Salvo. Und für Niklas Casarino gilt es jetzt irgendwie an Len Abbas vorbeizukommen. Sonst schwindet hier der Traum der Meisterschaft. Damit wäre das Thema dann erledigt. Niklas Casarino muss dran vorbei. Muss mindestens Platz 3 einfahren. Möchte er für den letzten Wertungslauf noch die Chance offen halten. Führender in der Mikroklasse übrigens aktuell Henry Möhring. Hat da in der letzten Runde Maxim Becker niedergerungen, aber die beiden sind sich auch noch nicht einig. Und dann kommt an der dritten Position Julian Dümmer, nachdem Becker gerade vorbeigegangen war. An Henry Möhring ist es dann Julian Dümmer aus dem Hause 3G Racing. Und schon ist dieser angedachte führende Platz für Maxim Becker wieder zunichte gemacht. Und jetzt geht auch noch Max Mohr vorbei. Und für Niklas Casarino kommt es jetzt mächtig dick. Dicker als erwartet. Das ist das Malakos. Außen herum. Versucht er da rein zu stechen. Nein, hält sich da zurück. Findet dort kein Vorbeikommen. Hier sehen wir weiter Ringkampf, ja. Natürlich möchte Marlon Di Salvo seinen 5. Saisonerfolg einfahren. Sollte Marlon Di Salvo jetzt tatsächlich dieses Rennen gewinnen können, dann wäre die Chance natürlich viel, viel besser, diesen Titel hier einzufahren. Aktuell auf Platz 2 liegend würde es zwar auch reichen, weil eben Niklas Casarino nur Vierter ist. Spannender der Kampf um die 4., 5. und 6. Position.
Denn Niklas Casarino hat dort jetzt nämlich ihn ziehen lassen müssen, Christos Malakos. Damit Marlon Di Salvo. Eigentlich nicht mehr zu schlagen. Hätte jetzt aktuell 193 Punkte. Aber natürlich wird hier Casarino nicht aufgeben. Und wird dort alles versuchen, nochmal eine Position zu gewinnen. Und wieder zurück an die vierte Position zu kommen. Was passiert in der Mikroklasse? Da ist Maxim Becker wieder an der Spitze. Ja, wie soll es anders sein? Aber dicht gefolgt von Julian Dümmer. Marlon Di Salvo, wir sehen es in den Bildern. Der macht mächtig Druck. 1,20 gleich noch auf der Uhr. Mein lieber Mann, der will es da auf jeden Fall mächtig wissen. Gibt ihm da gar keine Verschnaufpause. Und da sehen wir jetzt den Kampf um die fünfte Position oder vierte Position. Nächster Versuch, Ende, Start und Ziel, vorbeizukommen von Marlon Di Salvo, aber Gabriel Hofmann macht die Tür zu. Und jetzt ist es bald für Niklas Casarino ganz schlecht gelaufen. Hat er jetzt auch noch die nächste Position verloren gegen Kasper Nissen. Und damit ist eigentlich egal, was da vorne passiert. Ob Marlon Di Salvo da noch vorbeikommt oder nicht. Jetzt vielleicht aber die beste Möglichkeit. Rausgekommen mit viel Schwung. Steckt da nochmal zurück. Weil er außenrum an Gabriel Hofmann nicht vorbeikommt. Die Uhr ist runtergelaufen. Heißt, wir gehen jetzt in die letzte Runde. Und dann ist es am Ende einer spannenden Saison wohl die 123, der jetzt hier sogar nochmal auf die Führung greift und vorbeigeht an Gabriel Hofmann. Übernimmt also jetzt eine Runde vor Schluss in der letzten Runde die Führung. Es wäre der fünfte Saisonerfolg für Marlon Di Salvo, für das Team C4 Racing. Dreimal Wackersdorf, einmal Mülsen und jetzt eben hier in Genk. Ein zweiter Rang in Mülsen, zwei dritte in Wackersdorf, in Wittgenborn natürlich. Und dann ist die Meisterschaftsentscheidung jetzt gelaufen. Sie kommen auf Start und Ziel. Schwarz-Weiß kariert ist draußen. Marlon Di Salvo ist Meister im Jahr 2022 in der Rotax-Mini-Klasse. Gewinnt damit auch dieses Rennen. Das Ganze dann vor Gabriel Hofmann und Len Abbas, Christos Malakos, Kasper Nissen von Niklas Casarino, Tim Stege und Pascal Knipp. Und ja, das Spielchen in der Mikroklasse geht weiter? Fragezeichen. Nein, es geht nicht weiter. Eine Tausendstel Sekunde, um eine Tausendstel Sekunde gewinnt hier Julian Dümmer diesen Lauf vor Maxim Becker auf Platz Nummer 2. Dann Henry Möhring auf 3. Vor Jolina Marie Schulz, die als Vierte über den Zielstrich kommt.
Fünfter Max Mohr. Das Ganze dann vor Tiberius Müller. Hier sehen wir es nochmal eingeblendet. Tiberius Müller dann in der sechsten Position. Vor Lennox Litzinger wird siebter. Und Kimi Mai in der achten Gesamtposition. Ja, so schnell kann das Ganze gehen. Und plötzlich ist dieses perfekte Ergebnis von Maxim Becker nicht mehr ganz so perfekt. Eine Tausendstelsekunde hat am Ende gefehlt.